Meine Mom sagt, ich habe keinen Stil und deshalb entscheidet sie, was ich anziehe. Aber sie hat mich Baby Coco getauft. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass sie keinen Stil hat? Auf jeden Fall waren wir heute shoppen und ich fühle mich wie in einem Kostüm. Und so muss ich heute zur Highschool. Ich würde so gerne tragen, was ich will. Ich hasse sie. Unsere Baby Coco ist gerade dabei, die vergangenen Tage zu verarbeiten. Die Beziehung zu ihrer Mutter wird eher schlechter als besser und so ganz weiß sie auch nicht, wie sie damit umgehen soll. Momentan verbringt sie die meiste Zeit in ihrem Zimmer und schreibt in ihr Tagebuch. Sie hat sich nun als Teenagerin die Haare auch rot gefärbt und trägt eigentlich immer und ständig etwas Pinkes, damit sie wie Anastasia von Cinderella aussieht. Ob sie nun gut gekleidet ist oder nicht, darüber kann man streiten. Aber was sie anzieht, bestimmt Coco auch nicht selbst. Das bestimmt alles unsere Serena. Und nicht zu vergessen, wir haben ja noch eine Ergänzung im Haushalt. Das ist Ryan der Zweite, Serenas zweites Kind, ihr erster Sohn und tatsächlich auch ihr einziges Kind, das sie mag. Obwohl sie nie Kinder wollte, liebt sie Ryan den Zweiten von ganzem Herzen und er ist ein geliebtes Kind. Zu Baby Coco hat sie nicht wirklich Gefühle und sie mögen sich nicht. Diese Beziehung ist angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Finde ich toll, dass das Spiel schon weiß, worauf diese Beziehung hinauslaufen wird. Nachdem unsere Coco fertig geduscht hat, wird sie mal hier nach unten gehen in die Küche und wird Veggie Fish and Chips frühstücken. Denn immerhin ist es heute soweit. Sie hat ihren allerersten Schultag an der Highschool. Und ich bin schon so gespannt, wie das werden wird. Wir haben uns ja dazu entschieden, dass sie die gute Stieftochter von Cinderella wird. Und sie hat in einem der letzten Parts auch schon ein Kind von Snow kennengelernt. Und zwar unseren Christopher. Hier steht sogar, dass er ihr Cousin ist, aber das weiß sie natürlich nicht. Und die Drillinge sind ja derzeit auch noch Kinder. Das heißt, die werden sich jetzt erstmal nicht wiedersehen. Und damit unsere Baby Coco schließlich zur Stiefschwester von Cinderella wird, muss natürlich auch noch eine Sache passieren. Unser Schneewittchen muss verenden, damit Serena ihren Ehemann Oliver heiraten kann. Aber ich weiß einfach nicht, wie wir das machen sollen. Wie soll Snow ihr Ende finden? Schreibt mir eure Meinung dazu sehr gern in die Kommentare, aber bitte keine zu grausamen Vorschläge. Snow und ihre ganze Familie tun mir schon jetzt unglaublich leid. Und so starten wir mit einer überglücklichen Baby Coco in ihren ersten Schultag. Ich bin schon so gespannt, was alles passiert. Und nun chattet sie mit irgendjemandem am PC ihres Lehrers. Was passiert denn hier? Noah kommt einfach her und umarmt Coco, obwohl die beiden sich noch gar nicht kennen. Sie wird einfach mal hingehen und wird sich freundlich bei ihm vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Christopher Noah von Coco erzählt hat. Er hat einfach gesagt, Noah, wenn du das nächste Mal in der Schule bist, halte mal nach einem rothaarigen Mädchen Ausschau. Sie heißt Coco. Sie beginnt ganz neu in der Schule. Sie ist ein paar Jahre älter als ich, aber wir haben uns so gut verstanden. Bitte achte darauf, dass sie sich in der Schule wohlfühlt. Das ist einfach so süß. Möglicherweise freundet sich unsere Coco ja nicht nur mit einem Kind von Schneewittchen an. Übrigens, bitte sagt nichts zu dem Top. Ich weiß, es sieht absolut grauenhaft aus. Aber Serena ist schuld daran, dass Coco so herumlaufen muss. Nun haben wir Mittagspause. Coco hat zwar nicht wirklich Hunger, aber wir bestellen uns einfach trotzdem mal Regenbogen-Brownies. Ich glaube, sie möchte nicht die Einzige sein, die nichts isst. Und zu unserem Glück sitzt Noah in der Nähe, deshalb werden wir gleich mal mit ihm vom Erwachsenwerden schwärmen. Und sie wird sagen, Noah, ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Ich möchte endlich ausziehen. Meine Mutter ist ja sowas von nervig. Dann erzählt sie ihm noch eine unglaubliche Geschichte und wird sagen, weißt du was? Meine Mom, die lässt mich nicht mal anziehen, was ich möchte. Siehst du dieses Top, das ich trage? Sie hat gesagt, ich muss das anziehen. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin mir ganz sicher, du kannst immer anziehen, was auch immer du möchtest. Und er meint dann natürlich, ja, Coco, ich kann anziehen, was ich möchte.
Meine Mom hat zwar nicht sonderlich viel Geld, aber diese Freiheiten lässt sie uns. Und als der Nachmittagsunterricht so startet, denkt unsere Coco natürlich noch immer über das Gespräch mit Noah nach. Sie findet das unfair. Warum haben andere TeenagerInnen so viele Freiheiten und sie hat gar keine? Und weil unsere Coco eine Katzenfreundin ist, hat sie sich dazu entschieden, heute Nachmittag in Brindleton Bay vorbeizuschauen. Und wer weiß, möglicherweise wird sie ja einen Streuner adoptieren. Den Schultag haben wir erfolgreich überstanden. Coco hat ihre Lehrer absolut beeindruckt und nun sind wir hier in Brindleton Bay. Während unsere Coco hier sitzt und den schlafenden Sebastian beobachtet, schauen wir mal, ob wir irgendwo möglicherweise eine streunende Katze finden. 2000 years later. Hallo Dale, wir haben einen Streuner gefunden. Aber irgendwie scheinen die beiden sich gerade gar nicht so gut zu verstehen. Aber möglicherweise ist Dale ja einfach hungrig. Wir werden einmal mit ihm reden, ihn streicheln und dann ein Leckerchen geben. Ich bin schon wirklich gespannt, was Serena sagen sollte, wenn ihre Tochter wirklich mit einer Katze nach Hause kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bösen Königin das gefallen würde. Und nun sind die beiden miteinander befreundet. Das heißt, wir können Dale adoptieren. Falls ihr übrigens möchtet, dass wir unserem Dale einen anderen Namen geben, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und sobald Coco nach Hause kommt, wird sie von ihrer Mutter angeschrien. Wie kannst du es wagen, einfach ein Tier mit nach Hause zu nehmen? Und warum kommst du überhaupt so spät? Es ist schon dunkel. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich mache hier die Regeln, nicht du. Ist das klar? Und obwohl Coco diese Streitereien überhaupt nicht mag, platzt ihr der Kragen und sie schreit zurück. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was sie sagt, aber es kommen definitiv auch Worte aus ihrem Mund, die sie so niemals sagen würde. Und was Dale betrifft, da verspricht sie ihrer Mutter, keine Sorge, ich werde mich um Dale kümmern. Sie wird bei mir in meinem Zimmer leben. Du wirst sie niemals zu Gesicht bekommen. Ich bin dankbar für jede Sekunde. Manchmal braucht es ein schreckliches Ereignis, damit man sein Leben wertschätzen kann. Ich liebe mein Leben, meinen Mann, meine Kinder, alles. Ich hoffe, es bleibt für immer so wunderschön. Und hier sind wir nun endlich bei unserer zufriedenen Snow, die hier gerade ein Nickerchen macht. Denn wir haben Donnerstagvormittag und Snow ist allein zu Hause. Ihr Mann ist auf der Arbeit, die Jungs sind in der Schule und deshalb gönnt sich unser schwangeres Schneewittchen einen Nap. Sobald sie aufgestanden ist, kann sie hier mal für Ordnung sorgen. Sie wird das Geschirr abwaschen, den Müll wegräumen, dann kann sie den Müll noch rausbringen. Und dann sieht das Haus schon wieder wunderschön aus. Unsere Snow ist mittlerweile übrigens auch schon im dritten Trimester. Das heißt, das Baby sollte wirklich, wirklich bald kommen. Aber so wie es bei unserer Familie Parker üblich ist, das ist nicht das einzige Happening, das heute stattfindet. Denn heute haben wir wie fast in jedem Part mal wieder einen Geburtstag. Unser Noah wird heute schon zum jungen Erwachsenen. Diesen Geburtstag werden wir nur im kleinen Kreis feiern, denn am Samstag haben auch unsere Drillinge Geburtstag. Die werden da schon zu Teenagern und da hätte ich gern eine riesige Familienfeier, wo einfach alle nochmal hier im Haus zusammenkommen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich eine Geburtstagstorte und deshalb backen wir dann gleich mal eine Schokotorte. Fertig ist der Geburtstagskuchen, wir geben gleich mal Kerzen drauf und dann heißt es warten. Und nach dem Kuchenbacken ist es anscheinend wieder Zeit für einen kleinen Nap. Aus irgendeinem Grund war der Schultag für Christopher, Tayo und Noah so unfassbar anstrengend, dass sie jetzt auch ein Nickerchen machen. Und auch Snow ist im Bett und sie weint. Oh nein, wegen den Stimmungsschwankungen ist unser Schneewittchen unfassbar traurig. Dann heitern wir sie jetzt am besten auf und alle werden sich mal hier in der Küche versammeln. Es wird nicht mehr geschlafen,
Ihr könnt in der Nacht schlafen. Ich weiß nicht, was ihr letzte Nacht getan habt. Aber der Tag ist nicht für Nickerchen gemacht. Das ist so eine tolle Geburtstagsfeier. Alle sind unheimlich müde. Snow ist unfassbar traurig. Aber unser Noah wird jetzt die Geburtstagskerzen ausblasen. Alles Gute zum Geburtstag, Noah. Unser Noah ist unser Sleepy. Deshalb ist er faul und vegetarisch. Und als drittes Merkmal geben wir ihm Recycling-Fan. Ich sehe nämlich so, dass er sich für die Umwelt einsetzt. Möglicherweise ziehen wir mit ihm ja auch nach Evergreen Harbor. Dort wird er dann versuchen, die Umwelt zu retten, während er als Selbstpflegespezialist arbeitet. Sagt mir gerne Bescheid, was ihr von dieser Idee haltet oder ob wir mit unserem Noah in eine ganz andere Richtung gehen sollen. Schreibt mir all eure Meinung immer gern in die Kommentare. Aber jetzt wird erstmal Geburtstag gefeiert. Die Wehen haben eingesetzt. So viel zum Thema Geburtstag feiern. Unsere Snow muss jetzt ab ins Krankenhaus. Man möchte meinen, nach all den Kindern hätte ich mich daran gewöhnt. Aber nein, an Wehen gewöhnt man sich nicht. Einatmen, ausatmen und abwarten. Nun ist es soweit, mein kleines Wunder.